Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gab es mal wieder ein neues Update und damit haben wir jetzt die Option, zwischen dem neuen und den alten Performance-Mode rumswitchen zu können. Und wir haben auch noch eine weitere neue Waffe im Game. Bleibt also auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos dann verpassen wollt, lasst ihr auf jeden Fall gerne ein Abo da. Schaut gerne vom Twitch-Kanal vorbei und tragt euch auch gerne meinen Creator-Code TheAircraft im Item-Shop ein. Die Option, um zwischen dem neuen und den alten Performance-Mode herumzuswitchen, finden wir direkt in den Einstellungen. Um diese Option sehen zu können, müssen wir einmal nur in dem Performance-Mode drin sein. Das heißt, falls ihr vorher auf DirectX 12 wart, müsst ihr natürlich einmal das Game noch neu starten, aber danach müsstet ihr direkt die Option sehen können, und zwar ist sie hier unter den Grafikqualität-Einstellungen und das Ganze nennt sich Meshes, beziehungsweise natürlich die deutsche Übersetzung davon, irgendwie Netze oder so. Ich weiß nicht genau, was davon die deutsche Übersetzung ist, aber es ist die einzige Option, wo man hier nur zwei Optionen hat, und zwar hat man einmal die Lower-Option und die Higher-Option. Wahrscheinlich werden in Zukunft dann auch noch weitere dazukommen. Das ist ja immer noch eine Alpha-Version im Performance-Mode und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass der eventuell dann auch noch so eine Medium-Version oder eben eine Ultra-Low-Version hinzukommt. Aber das sind auf jeden Fall die beiden Optionen, die wir so zurzeit drin haben. Die Low-Option ist die Mobile-Grafik-Version, also sozusagen der neue Performance-Mode, und die High-Version ist dann eben halt der alte Performance-Mode, also mit diesen etwas strukturierteren Builds und halt nicht diesen ganzen Mobile-Builds. Ansonsten bekommt man natürlich durch die Low-Option ein bisschen mehr FPS, dafür hat man aber immer nicht ganz gute Grafik. Am Ende ist es euch überlassen, wenn ihr eben halt damit nicht so gut klarkommt, dass ihr diese Mobile-Builds habt und eben halt eher so den Vorteil davon haben wollt, dass man ein bisschen mehr durch Builds durchschauen kann, würde ich euch eher empfehlen, den High-Mode zu spielen. Wenn aber so oder so mit den Low-Grafik-Optionen klarkommt, dann würde ich euch eher deutlich eher empfehlen, den Low-Grafik-Modus hier zu spielen, weil man dadurch natürlich ein bisschen mehr FPS, weniger Input-Lag bekommt und dadurch natürlich am Ende besser spielen kann. Ich würde euch aber generell erstmal empfehlen, beide auszuprobieren, weil sich wahrscheinlich da natürlich auch ein bisschen was noch verändert hat. Jetzt auch bei der High-Grafik-Option wird wahrscheinlich genauso sein wie vorher. Ich glaube, die haben da noch etwas an der Performance getuned, also dass es ein bisschen stabiler nochmal läuft. So hatte ich zumindest bei mir, weil es bei mir relativ stark vorher gelaggt hatte auf dem alten Performance-Mode, und jetzt haben die das so ein bisschen gefixt. Also schaut auf jeden Fall gerne nochmal in beide Performance-Mode rein und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was denn euer Lieblings-Performance-Mode ist oder welche Variante ihr vom Performance-Mode ihr lieber mögt, und dann war es auf jeden Fall soweit zu diesem Thema. Ansonsten gibt es auch noch, wie gesagt, eine weitere neue Waffe, beziehungsweise eine neue alte Waffe, und zwar ist das die Flintlock-Pistol. Die hatten wir bereits, glaube ich, in Season 8 oder so war die schon mal drin. Und jetzt haben wir die eben halt wieder drin. Und hier seht ihr mal so ein ganz kleines bisschen Gameplay davon. Die macht halt relativ viel Damage, vor allem wenn man nah ist. Und man hat immer die Option auch, dass man Rückstoß hat. Das heißt, man kann damit ein bisschen das als Movement-Item benutzen, kann natürlich Gegner vom Builds runterschießen. Ist zurzeit aber nur im Normal-Mode drin. Könnte aber auch sein, genauso wie es halt auch schon bei der Level-Action war, dass die noch in Competitive reinkommt. Ich glaube aber eher nicht, weil es immer zurzeit so ist, dass eben FNCS ist und die da eigentlich nichts reinpacken. Also wahrscheinlich für die meisten relativ irrelevant. Aber für Trickshots auf jeden Fall im Normal Mode wieder drin und ist auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingswaffen. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass die zurück ist, und vielleicht können wir die auch in der neuen Season dann wieder im Competitive Mode erwarten. Müsste allerdings dafür auf jeden Fall genervt werden, weil die zurzeit viel zu stark ist vom Damage her, dass die immer so in Competitive Mode einfach reinkommen könnte. Ansonsten gibt es natürlich wie immer noch ein paar weitere Skins, die jetzt reingekommen sind, aber ansonsten nichts wirklich Spannendes, Neues. Und damit sind wir dann auch schon mit diesem Video durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.